Sönerle, da bin ich wieder. Auf geht's! Und wir schauen einfach erstmal, was es in Firestone noch für Missionen gibt. Gottes Willen, ich muss mich hier wirklich wieder mal auf das Fahren einstellen. Jolololui, so, ha, das Schild sauber umfahren. Ja. Und den Wagen natürlich wieder in Fahrtrichtung geparkt. Auf französische Art. Vorne an Ecken, hinten an Ecken, ne? Und was wollt ihr, Jungs? Was willst du? Komm, machen wir ein Grenädchen dahin. So. Auch du, mein Freund. Hoppala. Und nein, deine Granate hat dir nicht geholfen. Klick-Klack. Ja, 12 Schuss. Bisschen wenig. Aber wir werden sicherlich später noch Sturmgewehre mit größeren Magazinen finden. Ah. So. Ach ja. Schwuppdiwupp. Und rein mit uns. Zack, zack, zack. Mal wieder bei Claptrap vorbeischauen. Na, Bursche, alles okay? Nö, wird auch noch ein Weilchen dauern. Freundheim. So. Ach. Blutige Reifen. Töte Feinde auf der Straße mit Puma-Fahrzeugen. Jo, Autofahren und dabei Chaos verbreiten. Das kann ich. Oh, wie viel soll es denn sein? Oh. Gladiator, das wäre das, was wir da vorhin entdeckt haben, der Seiteneingang. Verstecktes Tagebuch. Oh. Zack. Oh, hey, Schnitzeljagd. Na toll. So, nehmen wir mal alles erstmal an. Bis auf den Todeskreis, den heben wir uns noch ein bisschen auf. Ja, und machen uns dann erstmal auf die Suche. Zunächst werden wir einfach versuchen, hier blutige Reifen. Ja, ein paar Skeks überfahren. Haha, Roadkills. Irgendwas muss ja in die Küche. So Leute, wo seid ihr? Ups, du. Ah. Zack, da haben wir doch schon mal die ersten beiden. Haha. Und da hinten müssen auch noch welche sein. Na? Jo, klick. Na komm schon. Ja. Squash. Squash. Und... Gut, können wir hier erstmal aufsteigen und einsammeln. Und wenn es auch nur Muni ist, nehme ich sie trotzdem gerne mit. Ja, Muni kann man immer gebrauchen. Immer. Muni hat man nie genug. Besonders wenn man so schlechter Schütze ist wie ich. Ja. So, obwohl ich nehme das hier alles im Voraus auf, ich weiß ja gar nicht. Es sitzen im Publikum ja vielleicht Leute, die von Shootern ein bisschen mehr Ahnung haben als ich. Und ich weiß nicht, vielleicht schlage ich mich ja gar nicht so schlecht. Aber das wäre trotzdem kein Grund für mich, jetzt zum Beispiel mit Call of Duty oder Battlefield im Multiplayer anzufangen. Na, komm, hier muss noch eine Welt herumlaufen. So. Einer geht noch rein. Na? Keiner mehr da? Sowas. Nochmal Muni mitgenommen. Klick hier auch einmal, Boba. Da war nix und. Haha! Sagte ich schon mal, dass ich den Raketenwerfer liebe? Zumindest den hier am Auto.
Zack, 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 zack. Und hat hier noch jemand was fallen lassen? Ah, nix weiter. Doch da. So. Schwuppdiwupp. Und. Komm her, hier. Ein Skag brauchen wir noch. Einer muss noch. So, machen wir uns mal hier hinten auf die Suche. Hier waren wir ja auch schon mal eine Weile nicht mehr. Da ist er doch. Klitsch. Jawohl. Dafür kriegst du jetzt den Raketenwerfer. Und ihr beide auch. Haha. Und der ist für dich. So. Schwuppdiwupp. Muni wieder mitgenommen. Dann haben wir hier noch eine Mission in den Arid Badlands. Nämlich das versteckte Tagebuch. So, machen wir uns mal auf die Suche. Wo ist der erste Eintrag? Ja, man müsste jetzt auf die Karte gucken. Aha, okay. Juppidupidu. Machen wir uns mal dahin auf den Weg. Ja. Ich glaube, das ist nämlich hier die richtige Richtung. Jawohl. Na Leute, seid ihr inzwischen respawned oder ist hier immer noch Ruhe? Ah. Haben wir dann schon mal. Okay. Und. Huch, was hab ich mir denn dahin gepackt als. Als zweite Waffe. Das ist ja nicht irgendwie besonders erfolgversprechend. So, machen wir erstmal hier beiseite. Ich hatte doch hier. So, das ist das SMG. Die Pumpe. Sturmgewehr. Den Cheap Repeater, um Gottes Willen. Genau, nehmen wir mal den Bone Shredder. Oh. Genau so. Na, alles klar. Alles frisch. Nachgeladen. Jawohl, Gesundheit aufgepickt. Dann haben wir auch gleich den Pangolin Explosive Gummierte. Jetzt ist wieder. Ich bin Patricia Tennis, wissenschaftliche Beraterin bei Dahl. Ah. Eins auf Pandora. Meine Vorgesetzten haben mich hierher versetzt, um nach zurückgelassener Alien-Technologie zu suchen. Ähnlich der, die unser Konkurrent, die Atlas-Firmengruppe, in den Ruinen von Prometheus entdeckte und die sie zu der Supermacht werden ließ, die sie heute ist. Es ist äußerst unwahrscheinlich, hier auf etwas derartiges zu stoßen, aber meine Wohltäter glauben so fest daran, dass sie mich hier verheizen. Ich bin erst 3 Stunden hier und schon habe ich das Gefühl, dieser Planet wird mein Tod sein. Wissenschaftler jagen keinen Mythen und Legenden hinterher. Na Jungs, alles klar? Ja. Also das mit dem Sterben habe ich hier schneller geschafft als sie. Und ich habe schon wieder mein Inventory voll. So. Zack. Das heißt, bevor wir uns noch weiteren Stücken vom Datenschreiber aufmachen, schauen wir nochmal beim guten Chef vorbei. Dann können wir unseren Krempel hier verkaufen. Ja, das ist halt so, wenn man nichts liegen lassen kann, sammelt man halt alles ein und dann muss man es halt auch irgendwie wieder loswerden. Ist halt so. Ja? Hi, Shep. So, dann schauen wir mal. Harry Peter haben wir hier jede Menge. Ich glaube aber, diese Waffengattung werden wir erstmal komplett beiseite lassen. Das ist irgendwie nicht mein Ding, diese Pistölchen. So,
Ranging Shotgun, die haben wir ja, da haben wir noch den Level noch nicht. Den Incendiary Sniper. Das Sturmgewehr. Die Pumpe, das SMG. Sehr schön. Haben wir alles. Zack, haben wir wieder Platz im Inventory und können uns auf die Suche nach dem nächsten Teil machen. Ich sagte, glaube ich, schon, dass ich den Raketenwerfer liebe, ne? Haha. Quietsch. Na? Hast du noch nicht genug? Plonk. Ah, genug gespielt hier. Wir haben was zu tun. Wir müssen Datenrekorder aufsammeln und rauskriegen, was es mit dieser Tennis auf sich hat. Schauen wir mal auf die Karte. Ah, hinter dem Zugang zur Arena. So. Hier so irgendwo. Schauen wir mal, ob wir den zu Fuß besser finden. Da ist er doch. Tag 43 auf Pandora. Jedenfalls glaube ich, es ist mein 43. Tag hier. Es fällt schwer, sich an die Mondzyklen hier zu gewöhnen. Eine Planetenrotation, also ein Tag, dauert über 90 Stunden. Die Leiter auf diesem Staubklumpen hier sind wohl das Bonierteste, was ich in der ganzen Galaxie gesehen habe. Wenn ich Ihnen Fragen über die Kammer stelle, ernte ich alberne Kinderreime und wirres Gerede über einen, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte. Sie plappern wie Betrunkene oder geistig Behinderte und sie nehmen mich gar nicht richtig wahr. Würde ich an die Hölle glauben, ich würde sie mir vorstellen wie Pandora. Andererseits, würde ich an so etwas glauben, wäre ich auch nicht besser als diese Neandertaler hier. Ja. Oh, dann wollen wir mal sehen, wie es der Dame hier auf Pandora weiter ergeht. Patricia Tannis. Wo mal schaut, was sie sonst noch so erzählt hat in ihren Vlogs. Ja. Nur, dass die hier halt nicht auf YouTube sind. Okay, der nächste ist in diesem Tal mit den Windmühlen. An der Hütte. Okay. Dann fliegen wir mal nochmal über den Pisswash. Und dann schauen wir hier nach, ob die Leute hier wieder schon wieder da sind. Sieht so aus. Wir werden jedenfalls herzlich willkommen geheißen. Komm, der ist deiner. Komm, du kriegst auch einen. Nicht wegrennen. So. Meg. Hey, jupp. Der ist für dich. Und noch einer. Schön kann er fliegen, ne? Na, komm, immer fest drauf hier. Zack. Und zum Schluss noch überfahren. Das ist es doch. Na. Da oben sitzen wir. Wir mal richtig eindecken da. Und ich sollte vielleicht aus dem Fahrzeug raus. Bevor mir das um die Ohren fliegt. So, und immer schön auf die Fresse. Ach, Mist. Aber... Jawohl, da haben wir es wieder. Und keine Munition. Eieieiei. So, erstmal hier... ein bisschen Gesundheit wieder. Und Entdeckung. Das ist mein Problem bei Shootern. Ich krieg gar nicht mit. Vor allen Dingen, ich krieg nicht mit, aus welcher Richtung ich beschossen werde. Ne? Das ist es. Was denn? Da hinten ist auch noch einer. So. Weißt du was? Ich verzieh mich mal hier.
An den Rand hier sollte ich dann doch meine Ruhe haben. Wo? Alter, ich... Da! Meine Fresse. Und da ist noch einer. Macht sich hier jemand über mich... Ah, ey, es ist... Ja, die Leute hier... Ihr seht's. Ach, komm. Ich stehe direkt vor dem und benutze trotzdem die Ansicht durchs Visier. So, jetzt dürfte ich aber zumindest auf der Ecke hier mal Ruhe haben. Da! Steckt da. Haha! Was war das denn jetzt? Ja, wenn ich jemanden töten kann, dann wird es natürlich schwierig, hier am Leben zu bleiben. Scheiße! Schon wieder gestorben. Ach ja. Aber schauen wir mal, dass wir hier wieder vielleicht was verkaufen können. Na, die... Das heißt, da haben wir ja gar nicht so viel. Die Sniper, die Shotgun und meine Ausrüstung. So weit, so gut. So, da haben wir die Granatenmods. Gummi und die Bouncing Betty. Den Schild. 79. Und Aufladung 17. Der ist auf jeden Fall zu tauschen. So. So. Moment mal, die Raging Shotgun. Achso, das ist ja... Die ist ja noch Reserve. Das vergesse ich immer wieder. Soweit, so gut. Warten wir mal, bis der Schild sich wieder aufgeladen hat. Und... Ich habe natürlich auch wieder... Ich hätte hier Berserkern können, ne? So. Hey, Claptrap! Jawohl, tanze, tanze, mein Freund. Jawohl. Ach, schwuppdiwupp bin ich wieder bei meinem Auto, weil das ja noch da steht. Das ist dann quasi so eine Schnellreisefunktion hier. So. Na. Ist jetzt Ruhe hier. Kann ich endlich mal ein bisschen Kram einsammeln? Munition kann man nie genug haben. So, jetzt sollten wir uns dann aber eigentlich um unsere Aufgabe hier kümmern können. Und ich glaube... Ach ja. Ich weiß schon, wo wir jetzt gucken müssen. Kann ich mal hier raus, hier rauf. Und die Kollegen, die war da... Der Hazing. Ja, sag mal, was mache ich denn hier? Kümmern wir uns erstmal hier um die Kollegen. Die Shotgun ist eigentlich für deinen Kollegen da. So. Meine Fresse, ey. Ich lass mich hier wieder zusammenschießen.